Getönte Scheiben, die Mauern aus Naturstein. 1979 öffnet an der Karl-Liebknecht-Straße das prächtigste Hotel der DDR, das Palasthotel. Wer keine Valuta hat, hat keine Chance, je eines der Zimmer hier kennenzulernen. Übernachten nur mit Fremdwährung. Das Palasthotel soll Einnahmen in Honeckers Devisenkasse spülen. In den 12 Restaurants arbeiten 650 Kellner und Köche. Ein Aalfilet am Spieß kostet 27,40 Mark. Also das war die Krönung. Das war die, zur damaligen Zeit war das die Krönung. Da hatten wir ja nur Westgäste. Das war ja ein Valuta-Hotel. Dann hatten wir ein Hotelrestaurant, das Märkische. Das war nur für Valuta. Mit so ein bisschen Beziehung und Bekanntschaft konnte man dort auch vielleicht mal für Ostgeld verzehren. Aber da mussten sie dann schon den Geschäftsführer oder den Oberkellner oder wen kennen. Dann hatten wir das französische Restaurant mit der Piano-Bar, das war rein Valuta. Und bei uns in der Kaminbar konnte man auch mit Ostmark bezahlen. Also wir hatten in Spitzenzeiten bis 5.000, 6.000 Umsatz. Ja. Und das war bei dieser Preisstufe, die wir hatten, war das schon ganz schön. Also wir haben immer zu zweit gearbeitet und es gab keine Langeweile. Leo Tschichowitz arbeitet in der Kaminbar. Legendärer wie verruchter Ort ist die Sinusbar im Keller. Hier sollen sich Topmanager wie Terroristen vergnügen. 300 Mark nimmt eine Prostituierte. Ja. Da hatten wir auch einen gewissen Stamm. Aber, ja, wie lief das ab? Also ich sag mal so, wir haben nicht alle reingelassen. Aber wir hatten so 3, 4, da wusste man das, aber die passten da einfach hin. Also das waren, na ich sag mal, Edelprostituierte. Und ja, und wenn sich dann mal weniger Edelprostituierte bei uns versuchen wollten, die haben wir dann abgewimmelt unter dem Thema, wir sind nur für Hotelgäste geöffnet. 2001 wird das Palasthotel abgerissen. Nichts mehr erinnert heute an diese kapitalistische Insel im DDR-Alltag. 2004 öffnet ein neues Hotel. 427 Zimmer, ein Hauptrestaurant, eine Bar. Wer das Foyer betritt, wird von einer riesigen Wassersäule empfangen. Dem Aquadom, 25 Meter hoch. ...1500 Fische können hier bestaunt werden. Taucher verfüttern hier täglich 6 bis 8 Kilogramm Futter. 10 Minuten dauert eine Fahrt durch das Riesenaquarium mit der gigantischen Wassermenge. Eine Million Liter Wasser, wenn man das in etwa umrechnet, weil man kann sich so eine Menge ja überhaupt nicht vorstellen, könnte man sagen, wenn man jeden Tag eine Badewanne nimmt, 18 Jahre, kann man damit durchaus auskommen.